Jo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und heute werden wir den Raum weiterbauen. Ja, den Raum werden wir fertig bauen. Und ich habe schon vergessen, mir ein Thema rauszusuchen. Dafür war jetzt auch leider keine Zeit mehr. Erstens der Lustfaktor. Also ich habe gerade richtig Bock gehabt, Minecraft zu zocken. Und zweitens, ja, habe ich eine Folge gebraucht, deswegen nehme ich jetzt auch gerade auf. So. Aber wie heißt es so schön? Spontanität ist immer am besten. Deswegen, ja. Gut, der Raum ist auch bald fertig. Ich habe oben nochmal, bevor ich begonnen habe aufzunehmen, kurz reingeschaut, also in die Öfen, wie weit die jetzt schon sind mit dem Dings, mit dem Stein. Und ich muss sagen, die sind schon fertig. Also, die sind, ja, eigentlich schon fertig. Ich meine, ich kann dann gleich mal rausschauen. Und ja, dann seht ihr, ich bin fertig und ich möchte heute, wie gesagt, den Raum fertig kriegen und noch Level 30 werden. Aber ich glaube, das schaffen wir sogar mit der ganzen Kohle, die wir hier abbauen. So. Gut. Zumindest mal der untere Teil schon weg. Das heißt, wir können schon mal da so ein bisschen gehen sogar. Das ist schon ganz schön gut, ja. So. Vielleicht hole ich mir dann auch für die hinteren Räume ein bisschen Hilfe. So als kleine Bauschlampe oder was weiß ich. Damit ich da nicht die ganze Zeit so alleine herumrenne. Weil es auch ein bisschen schlimm oder langweilig für euch, wenn ihr die ganze Zeit jetzt mit ansieht, wie ich da ich nur den Raum ausbaue. So, aber da kann ich eigentlich. Ach, ich habe das DAS nicht mit. Ah, verdammt. Und wieder einmal unnötig Stein aus der Decke rausgehaut. Das wollte ich gar nicht. Toll. Toll gemacht, Matthias. Toll. Aber egal. Kann man nichts machen. Kann passieren. Und ich sollte auch mal die nächste Kuh runterlocken. Ich werde jetzt einfach. Gut, immer von jeder Sorte. Also von jeder Tiersorte immer nur zwei unterlocken. Ich meine, wir können ja dann auch immer nachher mehrere züchten. Und ehrlich gesagt, da hätte ich so viel Bock drauf, weiß nicht, 50 Kühe runterzuschleppen. Es ist ja egal. Ich meine, brauchen erst dann später wirklich auch Schafe, Kühe. Und ja, derzeit, ich brauche es ja gar nicht mehr. Ich habe ja schon mein Enchanting Table. Das heißt, ich brauche auch keine Bücherregale mehr und eine Lederrüstung brauche ich ja nicht, weil wozu braucht man eine Lederrüstung? So, gut. Auf jeden Fall, ja, die Decke ist auch gleich da. Das heißt, also, der Raum ist gleich fertig. So, dalle. Aber ich finde das schon gar nicht mehr schlecht. Also, wenn ich jetzt hier nochmal, man sieht einfach nur hier derzeitig dieser Raum ist noch nicht fertig, aber ich hole mal den Stein von da oben. Ihr könnt es jetzt gleich sehen. Zack. Und nochmal Stein. Und da. Finde schade, dass man eigentlich für Stein so wenig EP kriegt. Wobei, eigentlich ist es sogar ganz okay, weil. Ich meine, Cobblestone findet man ja überall, also von dem her. Okay. Ist es schon in Ordnung, dass man für Stein am wenigsten EP kriegt. So. Die Decke hier ist auch gleich fertig. Jetzt scheiße ich mal auf diesen einen Steinblock. Und unter mir sind anscheinend Zombies. Boah, jetzt verbrauche ich mich gerade richtig heftig. Und ich habe mir gestern folgendes draufgeladen. Nämlich, ich habe so ein bisschen mal meine Dings, wie heißt nochmal schnell? Genau, meine Laden durchgeschaut, was ich denn da so alles drinnen habe, ja. Und ich muss euch alles sagen, ich habe folgendes gefunden. Vielleicht kennt ihr das noch, diese uralten Siedlerspiele. Und das habe ich halt einfach mal installiert. Und habe einfach mal wieder gezockt so ein bisschen. Hat nicht nur ein bisschen, sondern hat richtig viel Spaß gemacht eigentlich. Und ich bin am überlegen, ob ich mir vielleicht sogar mal das neue Arno hole. Wobei ich finde die alten Arnos eindeutig besser. Weil mir auf diese mittelalterlichen Spiele,
Und auch die Spieler, die ja, irgendwie mit Römern zu tun haben, gefallen mir besonders gut. Dieser Strategiespieler, dieser ja, Taktikspieler eigentlich, wo man halt gegen andere kämpft, wo man Truppen hinschickt. Ich meine, ich bin jetzt nicht hier der Pro und so, aber ich spiele es halt einfach nur aus Spaß und schaue einfach, wie ich das am besten hinkriege, dass auch das ganze Wirtschaftssystem, also die ganze Wirtschaft und ja, damit darf das ganze System nicht irgendwie auseinanderfällt. So, gut, noch das hier oben wegkloppen, das sind ja auch schon fertig. Weil dann können wir uns schon einmal ranmachen an die Erde, die da reingehört. So. Gut. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich mir Spore wieder drauf installiert habe. Ich habe es ja früher immer nur über meinen Laptop gespielt und da hat es leider so ein bisschen geleckt. Fand ich eigentlich schade. Und jetzt habe ich es halt gestern drauf installiert. Kam leider noch nicht dazu zu zocken. Aber ich freue mich schon. Ich, auf jeden Fall werde ich das morgen nachholen. Und ja, voll morgen hole ich mir auch noch Wurst hier. Also sind schon einige Spiele, die jetzt zusammenkommen. Also vor einer Woche oder so habe ich mir schon noch so gedacht, Alter, was soll ich zocken? Ich habe nichts zu zocken. Aber langsam füllen sich die Spiele auf meinem Rechner. Das heißt, dass ich, ja, eigentlich muss ich noch richtig, also eigentlich schon noch ein bisschen was dazu holen. Ah ja, voll, da habe ich mich verbaut. So. Also ich kriege ja, wie gesagt, einen zweiten Monitor in 2 Monaten. Dann hole ich mir auch noch ein Mikrofon, dann brauche ich noch einiges. Also ich will das jetzt gar nicht aufzählen, weil das ist noch ein bisschen was. Wenn ich mir das Mikrofon hole, das geht ja auch über USB und ich habe auf keine USB-Anstecker mehr. Das heißt, ich muss mir so ein Teil holen, wo ich einfach mehr USB-Ansteckmöglichkeiten habe und ja, aber egal. So. Boah, die Decke ist auch gleich fertig. Geil. Richtig geil. So. Genau, da kommen Schweine hin. Genau, das war's. Ich wusste jetzt nicht genau, was da jetzt hinkommt. Aber egal. So. Ein bisschen dunkel ist das Ganze. Also das heißt, ich muss schon wirklich langsam in die Hölle. Also, es war eigentlich so geplant, dass ich eigentlich in Folge 50 in die Hölle gehe. Und ja, ich verrate euch da einfach schon mal ein bisschen was. Da ist die Folge 50. Da ist wieder ein Special Guest dabei. Master Bikash. Und so, und ich wollte eigentlich mit dem in die Höhle gehen. Boah, ich habe schon wieder zu viel Scheiße im Inventar. So, dann mache ich einfach nochmal schnell eine Truhe dazu. Kann ja nie schaden. So, dann kommt die aber dahin. Aha! Und jetzt kann ich mir den ganzen Cobblestone-Scheiß hier aufsammeln. Boah. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal richtig viel Cobblestone. Das heißt, für die Zukunft, also für die nächsten paar Folgen, brauche ich da eindeutig kein Cobblestone mehr farmen. Weil da kommt ja noch einiges zusammen. Es ist nur so die Frage, wo ich den ganzen Cobblestone unterbringe. Vielleicht schmelze ich ihn dann auch schnell zu Dings, zu... zu, wie heißt das, schnell zu Stein, genau. So kann ich aber das und das und das mitnehmen. Auf jeden Fall brauche ich Dschungelwood. Ah, okay. So, ich musste schnell was nachschauen. So, hier, ah, da gehört noch Stein rein. So, und da setze ich mal eine Fackel hin. Ich glaube, da sind da genug Fakten. Also hier, dadurch, dass es dann drinnen so beleuchtet sein wird, brauche ich, glaube ich, im Gang keine Fackeln mehr. Weil, ja, Closedown müsste ich dann hier
Mal schauen, wie das dann ausschaut. So. Dann mache ich mich mal hier ein bisschen ran und baue da schon mal die Wand weg. Ja, die Wand weg. So. Genau, und die Kohle nehme ich auch mal mit. Weil ich brauche ja die ganze Kohle noch für Stein. Das wird dann noch mit Cobblestone gefüllt, da so. So. Die eine Kohle lasse ich da mal drin. Ich möchte jetzt gerade nicht runtersteigen. So. Kommt hier der ganze Scheiß nochmal raus. Und dann farme ich da auch nochmal ein bisschen Erde. Brauche ich ja auch für die Wiese. Und dann ist das da oben endlich mal weg. Das hat mich schon ein bisschen so gestört. Also es war eigentlich nur, ja, provisorisch. Dieses Gehege da oben. Also das wäre so oder so früher oder später weggekommen. Und ja, deswegen mache ich das auch hier. Und ich mache es deswegen unterirdisch, weil das es ja nicht so viel Platz wegnimmt. Weil, wie ihr seht, ist es schon riesig. Und das sind jetzt erst einmal zwei Räume. Und dann noch für die ganzen Schafe. Ja, für die ganzen Schafe auch noch. Noch einen größeren Raum zu gestalten. Also, das braucht sehr viel Platz. So. Dann baue ich da mal das ganze dunkle Holz hin. Und wie ich gerade, ich sehe gerade. Und es fehlt nur noch ein Level. Ja. Bis zu Level 30. Und das ist genau ein Level. So. Die Kohle kommt nach, die Kohle. Das Holz kommt nachher weg. So, da kommt noch was hin. Ma, ich wollte mich nicht verbauen. Und, wo habe ich mit den Fackeln begonnen? Okay. So, der Schmarrn kommt weg und der auch noch. Das sind hier schon mal ein paar Fackeln. Ah ja, und da unten gehört auch noch Holz hin. So. Gut. Dschungelwut. Und jetzt brauche ich auch noch mal ein bisschen, ein paar Treppen. Ein bisschen Treppen, ja. So ein paar Treppen. So. Boah, ich finde gerade irgendwie Minecraft, das war so eine Zeit, wo irgendwie keiner gerade richtig viel Bock hatte. Ich glaube, das war, wann war es ungefähr? Osterferien? Kann das sein? Nicht Osterferien, aber so im April hatte irgendwie, zumindest in meinem Freundeskreis, hatte da kaum mehr Lust auf Minecraft. Und jetzt eigentlich habe ich richtig Bock drauf, wenn ich das mal so sagen kann. So. Allein schon diese Neuerung mit den Treppen. Oh, einfach nur geil. Einfach nur geil. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. So. Ich hoffe, dass die Treppen... Oh, ich habe schon gedacht. Ah, die Treppen reichen, glaube ich, nicht. Verdammt. Verdammt. So, da hinten kommt Erde. Nein. Ah, schade. Das heißt, ich habe schon gerechnet, dass ich in den Dschungel muss, aber um ehrlich zu sein, wollte ich nicht in den Dschungel. Zumindest diese Folge nicht. Wobei, dann machen wir es so. Eigentlich noch Stone Bricks. Muss ich eigentlich drinnen haben? Nein, habe ich natürlich nicht mit. Das heißt, ich mache mal schnell wieder welche. Gut. Hier was weg und da was weg. Passt. Und dann mache ich einfach mal hier schon, ja, den Boden frei für die Erde. Und halt nächstes Mal gehen wir dann in den Dschungel. Das heißt, ich werde dann offscreen schon mal hinrennen. Und dann werden wir dort ein bisschen Holz holen. Aber dieses Dschungelholz ist ja hier in dieser Welt überhaupt keine Rarität. Das ist ja, weiß nicht, also der Dschungel ist schon arschgroß. Das muss man schon sagen. Oh, Alter, Mann. Mann. Wisst ihr, ich freue mich jedes Mal so richtig fett aufs Wochenende. Jedes Mal, Matthias, du gehst um, weiß nicht, zu schlafen oder du schlafst mal richtig schön aus, das hast du dir verdient. Und dann, keine Ahnung,
stelle ich mir erst recht den Wecker, weil ich noch einiges zu tun habe und komme nicht zum Schlaf. Oder ist es auch unter der Woche so, ja, Matthias? Es wäre mal klug, wenn du nicht um 11 schlafen gehst, halb 12, dann bist du nicht so müde. Und funktioniert das? Nein, natürlich nicht. Also, ich möchte auch mal wissen, ob es bei euch funktioniert. Es würde mich wirklich interessieren. Und ich sehe gerade, die Spitzhacke ist auch gleich im Arsch. Endlich. Kackdrecks fucking Spitzhacke. Wobei, in dem Fall hilft die wirklich. Vielleicht sollte ich dann zum Enchanting-Table hingehen. Nächstes Mal und so sagen, komm bitte, ich brauche wieder, wie heißt das nochmal? Efficiency und Unbreaking. Und vielleicht kriege ich da eine Glücksspitzhacke. Das wäre richtig nice. Oder was auch geil wäre, wenn man so eine Spitzhacke kriegt, wo man dann zum Beispiel aus der Kohle einfach mehr EP rauskriegt. Boah, das wäre eine geile Spitzhacke. Ich glaube, Level 30 haben wir gleich. Komm schon, das muss ich ausgehen. Bitte, bitte. Toll, das war so klar, dass es sich nicht ausgeht. Ah, da war noch Cola, scheiß drauf. Komm schon. Oder vielleicht mache ich es so, dass ich nächstes Mal beim Enchanting Table beginne. Und dann dort mal das Schwert verzauber. Und doch, ich glaube, ich werde zum Enchanting Table hingehen und das Schwert verzaubern. Und dann in den Dschungel gehen. Ich glaube, so machen wir das, oder? Passt das so? Ja, es passt so. Voll. Einer hat gesagt, schalte die Minimap aus. Ich habe deswegen die Minimap drinnen. Da muss ich zubauen. Ich habe deswegen die Minimap drinnen, weil sie mir schon das eine oder andere Mal geholfen hat. Weil dadurch verliert man nicht die Orientierung, auch wenn man in Höhlen ist. Zumindest für mich ist es so, dass ich dann nicht so schnell die Orientierung verliere. Aber komischerweise hält sich jetzt gerade die Spitzhacke. Irgendwie will die nicht kaputt gehen, habe ich das Gefühl. Die will nicht kaputt gehen. Ich will die jetzt aber noch kaputt machen, ansonsten höre ich da nicht auf. Ist mir egal, ob dann die Folge eine Stunde lang wird. Die soll kaputt gehen, die Kackspitzhacke. Ich kann die nicht mehr sehen. Ich weiß, dass da ein Dungeon ist, wie oft noch, Mann. Ah ja. Oh, endlich. So, aber jetzt sind wir auch schon gleich fertig, das heißt... Komm, ich mach nochmal schnell den Boden. Dann haben wir das zumindest schon mal fertig. Das heißt, der zweite Raum ist auch wieder fertig. Ach, halt die Fresse. Der zweite Raum ist auch wieder fertig. Es geht richtig schnell voran. Ja. So. Ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Ciao, Leute.